mir Jörg die Hand und dann konnte ich wieder runterfahren, mich beruhigen und dann kam so blitzartig eine Freude hoch, ich musste nur lachen. Also es war echt klasse, es war wunderschön. Und da drin aber eben diesen prozessorientierten Charakter, eben nicht zielorientiert, dann zu gucken, hey, was will mein Körper eigentlich, was möchte vielleicht auch meine Seele oder meine Führung, und dieses Floaten zwischen den Welten und vor allem auch wieder das Integrieren von Räumen, die geöffnet werden, das war für mich einfach besonders und hat bei mir auch wie so eine Lücke geschlossen. Das Gleichgewicht zwischen tiefen Selbstbewusstsein, den Gruppenarbeiten, aber auch dem Hintergrundwissen, der Theorie, fachliches Wissen, wo wie ich finde, einfach jetzt essentiell wichtig ist für auch die Arbeit, bei mir jetzt mit meinen Klienten in der Körperarbeit. So in dieser Konstellation habe ich es noch nie in keiner Aus- oder Weiterbildung erlebt, auch nicht in dieser Intensität. Insbesondere der zweite Block sind bei mir so viele Dinge aufgegangen, das heißt körperlicher Natur, Glaubenssätze, Muster von mir, Bilder gekommen. So viel, wie ich schon lange nicht mehr hatte. Für diese ganze Zahl von Bildern, die ich allein im zweiten Block hatte, habe ich bestimmt ein Jahr vorher mit verschiedenen Methoden gearbeitet. Das war die geilste Woche meines Lebens und da stehe ich auch zu. Da ist unheimlich viel passiert. Und das hat mir sozusagen die Möglichkeit gegeben, richtig einzutauchen. A, wegen der geilen Musik und wegen dieser schönen Lautstärke und auch, weil ich mich einfach wohl gefühlt habe. Und deswegen bin ich gut eingetaucht und hatte ein ganz, ganz schönes Erlebnis. Was ich beobachten konnte, dass diese 8 Tage aufeinander aufgebaut haben und dass es was Sanftes für mich hatte, so zu arbeiten. Wenn ich mit Substanzen gearbeitet habe, dann war das eher so, dass es mich ziemlich überfordert hat und für mich nicht greifbar war. Da ist irgendwas passiert. Ich habe auch eine Erkenntnis gehabt im Nachhinein. Ich konnte auch integrieren, jedoch konnte ich es nicht greifen. Aber so wie das jetzt hier passiert, ist es eher für mich was Klares, was aufeinander aufbaut und was ich mir auch in mir erklären kann und was dadurch einen sinnvollen, also tieferen Prozess in mir auslöst und auch integriert. Das Konzept ist einfach sehr, sehr holistisch. Das heißt auch, dass die Erfahrungen, die man macht, die eben auch durch Klang, Licht und eben Musik auch und Atmen vor allem, ja, in tiefe Bewusstseinszustände kommt. Und das ist nicht so, dass man zum Beispiel bei psychedelischen Erfahrungen, dass man dann oft das Problem hat, so zack, mal die Erfahrung gemacht und denkt, oh. Und hier hat man auf jeden Fall die Konzepte auch aus der Neurologie und die Konzepte beispielsweise aus der Polyvagaltheorie, die das Ganze eben rund macht, die das verknüpft, dass man erkennt, okay, das sind meine Programme, dass man auch im Alltag, wenn man jetzt wieder bei der Arbeit ist oder so, ja, einfach damit arbeiten kann. Also ich habe es auch bei mir gemerkt, dass ich viel, viel ruhiger geworden bin.